So, der Tag beginnt heute mit einem Smoothie. Und zwar mit ungeschälten Hanfsamen, mit Buchweizen, mit Moringa, Gerstengras und Weizengraspulver dazu. Etwas Grünkohl, etwas gefrorene Himbeeren, eine tropische Früchtemischung, etwas MSM-Pulver, Erbsenprotein und Reisprotein, Äpfel, Bananen, Clementinen, Möhren, rote Beete, Pastinake und das dürfte es gewesen sein. So, jetzt ziehe ich mir so anderthalb Netze von diesen Clementinen rein. So, und jetzt gibt es zum Abend nochmal Zwiebeln, Möhren und Erbsen in einer Teespitze Öl angebraten. Also wirklich nur eine Teespitze. Und zwar habe ich Kokosöl genommen. Und ja, ansonsten nichts dran, außer dann mit Salz sozusagen noch gewürzt. Das war's. Und zum Morgen gibt es wieder ein Smoothie, dasselbe quasi wie gestern. Außer dass ich heute meine Banane mehr habe, ansonsten ist hier nichts anders. So, jetzt gibt es das Essen mal vorher zu sehen und nicht nachher, weil vorher sieht es irgendwie geiler aus. Und zwar aus meinem Garten jetzt Topinambur und Kartoffeln. Und dann mache ich mir jetzt eine riesen Pfanne mit Topinambur und Kartoffeln. So, und so sieht das Kunstwerk dann danach aus. Schönheitspreis gibt es wieder mal nicht. Also, das ist im Endeffekt wirklich, ja, Möhren, Pastinake nicht, Möhren, Kartoffeln und Topinambur aus dem Garten und das alles gekocht, ein Riesenteller und halt wirklich nur gekocht mit Salz, dazu ein paar Kräuter der Provence reingehauen, sonst nichts. Und ja, um das alles noch ein bisschen Fettigkeit zu geben, weil ich nicht irgendwie anbrate, habe ich halt hier jetzt noch ungefähr so 100, ja, vielleicht sogar 150 Gramm Mandeln, Hanfsamen und Sesam einfach drauf geschmissen. Nicht angebraten, gar nichts, sondern einfach so. Und ja, so sieht ein Essen jetzt aus. Und das ist schon sehr massiv, muss ich mal so sagen. Also, na, ich könnte es mal auf die Waage stellen, aber es sind bestimmt, naja, 3-4 Kilo, die ich mir jetzt hier einlatze. So, ich habe die 3 oder 4 Kilo natürlich nicht geschafft, aber 2 Drittel habe ich geschafft und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt geht echt nicht mehr rein und deswegen mache ich mir jetzt noch eine kleine Süßspeise hinterher. Ja, das ist so Dattelmus mit Kakao und Cashewnüssen und Mandeln und naja, ich weiß nicht, warum ich das mir jetzt gemacht habe, aber ein kleines Stück werde ich davon essen. So, und weil wir heute mal richtig gesund in den Tag starten wollen, gibt es bei mir heute aufgeschnittenes Ciabatta mit einer Spekulatius Crunchy Creme zum Frühstück. Mal kein Smoothie. Ich habe total Appetit auf was Süßes und kann nicht süß genug sein. Und ja, und diese Spekulatius Creme ist glücklicherweise vegan und sehr süß. Dazu halt, ja, dieses Ciabatta Brot, ja. Das wäre ich jetzt, also ich würde jetzt ein reichhaltiges Frühstück, würde ich sagen. Aber ich brauche doch viel Energie, weil ich ja wieder an die Schule gehe und ja, einen Smoothie Man gebe. Und von daher ist auch mein Mixer schon eingepackt und kann ihn entsprechend deshalb nicht benutzen. Und deshalb gibt es jetzt das Crunchy Cream. So, jetzt gibt es 6 kleingeschnittene Kiwis und eine Pomelo. So, und als Betthupfer gibt es noch 2 Möhren und 2 Kiwi. Was hier so mehr recht als schlecht zu sehen ist, das ist ein Salat mit Tomaten. Also erstmal so ein grüner Salat und dann habe ich noch eine Packung Tomaten drüber gekippt. So, ich habe gerade wieder neue Lieferungen bekommen von die erste dieses Jahr von Mallorca-Orangen. Und das sind Orangen, die halt unbehandelt sind, die halt nicht irgendwie gespritzt worden sind oder sonst irgendwie was. Die haben allerdings kein Bio-Label, weil das kaufen sie einfach nicht, das kostet halt zu viel Geld. Die Leute, die dort bestellen, wissen, was da abgeht. Und ja, und da werde ich jetzt mein Frühstück quasi mit diesen Orangen zubringen. Ich weiß nicht, wie viel ich esse, aber ich habe mich das ganze Jahr auf diese Orangen gefreut. Das ist überhaupt kein Vergleich zu den Orangen, die ihr kaufen könnt hier normal im Laden. Die sind einfach nur zuckersüß und mega lecker. Und entsprechend, ja, werde ich es mir jetzt richtig gut gehen lassen. So, nach dem Orangenmassaker gibt es jetzt wieder mal einen Nackthafersalat mit Gurke, Tomate und Paprika. Und dazu also Olivenöl und Balsamicoöl. Und dazu habe ich mir Getränk gemacht aus den Schalen von Orangensaft. Die habe ich einfach in heißes Wasser getan und genau, habe es einfach ziehen lassen und habe dann quasi hier ein
kalorienfreies Orangensaftgetränk draus gemacht. Einfach noch ein bisschen Stevia reingeben, damit der süß ist. Es unterstützt auch noch den Orangengeschmack und der, was aus der Schale rauskommt bei der Orange, das wird ja auch oft als natürliches Aroma genommen bei Zitrusfrüchten. Von daher ist das ideal dafür geeignet, so ein Wasser einfach nur zu aromatisieren. Aber es geht natürlich nur dann, wenn du Orangen hast, die eben nicht behandelt wurden. Genau, und das gibt's jetzt. So, ich habe mittags oder nachmittags jetzt den Salat gemacht, zwar sehr viel und nicht geschafft, und abends werde ich jetzt einfach den Rest davon essen. So, zum Frühstück gibt es jetzt 3 Orangen und die Schalen wandern natürlich wieder hier in meinen Wasserpott, wo ich mir mein Orangenwasser herstelle. So, jetzt gäbe es einen Smoothie, wenn mir nicht ein kleines Malheur passiert ist. Und zwar ist mein MSM-Pulver runtergefallen. Und ja, ich nehme sowas immer als gleich als Omen und sage, okay, das MSM-Pulver ist mir runtergefallen. Das heißt, ich werde kein MSM-Pulver mehr bestellen, weil wenn mir was runterfällt, dann kann ich es nicht brauchen. Und das ist höhere Magie. So, hier sieht dann der Smoothie sozusagen dann aus, wenn er fast fertig ist. Und ich werde es einfach mal an der Stelle aufnehmen. So sieht es eigentlich auch immer so im Großen aus, wenn ich mir einen Smoothie zubereite. Erstmal die ganzen Pulver, dann kommen jetzt die gefrorenen Zutaten und obendrauf dann die ganzen frischen Gemüse- und Obstarten. So, das soll es für heute gewesen sein. So, zum Abend gibt es selbstgemachte Brötchen aus Kokosmehl, Reismehl und ein Stück Weizenmehl. Und das Video, wie ich die gemacht habe, werden Sie sicherlich irgendwo in meinen Tagebüchern finden. Aber das gibt's jetzt und das ist mein Abendbrot und dann war's das für die Woche. Jetzt gibt es 1,5 Kilo Weintrauben.